Hallo Pflanzenfans, ich habe eine interessante Frage bekommen. Und zwar geht es um die Mirabilis Jalapa, die Wunderblume. Und zwar, wie groß ist dieser Topf hier und wie viele Samen bekommt man da hinein? Ich habe sie jetzt mal aus dem Winterquartier geholt und will sie euch mal zeigen, wie sie jetzt aussieht. Im Sommer waren die Büsche ziemlich hoch, bunt und haben herrlich geduftet. Und jetzt im Winter, wir haben es jetzt fast Mitte Februar, jetzt ist die Erde oberflächlich trocken und sie haben sich alle schon zurückgezogen, die Knollen und Pflanzen. Aber man erkennt auch schon so einen leichten Neuaustrieb, beziehungsweise wie man hier sehen kann, die Stippen sind noch grün und an diesen Stippen wird wieder was Neues herauskommen. Ja, wie viele Knollen habe ich hier in diesem Topf sitzen? Ja, wie man hier erkennen kann, das hier ist eine Pflanze. Dieser ganze Block hier, diese Stippen, die da aussehen, die Stielchen, die hier aus der Erde kommen. Hier oben, hier beginnt auch schon was rauszuwachsen. Hier hinten auch, habe ich gesehen. Hier leicht grün schon. Also, es wird dieses Jahr wieder nichts mit dem Ausgraben dieser Knollen. Ich lasse auch in der Erde und sie sind schon ziemlich groß eigentlich. Deswegen auch so viele Austriebe hier. Also dieses ist eine ganze, dieses Stück. Hier ist auch sogar noch ein bisschen Löwenzahn drin, der sich hier angesiedelt hat. Irgendwann nehme ich ihn natürlich raus, weil ich will ja nur die Wunderblume haben. Das hier ist auch eine Knolle. Die lila-weiße, hier ist eine Knolle in diesem Bereich und hier ist noch eine, diese Stücke hier. Ja, wie viele Knollen sind das zusammen? 4 Stück, würde ich mal sagen, ohne dass ich sie jetzt ausgegraben habe. Und Samen sind natürlich auch noch einige hier oben drauf, die werden natürlich im nächsten Jahr, wollte ich schon sagen, das Jahr hat ja gerade begonnen, also in diesem Jahr werden die noch keimen, diese Samen hier. Die werden in dem Topf bleiben, die sammle ich auch nicht ab und dann schauen wir mal, was rauskommt, welche Farben. So, hier sieht man schon einen neuen Keimling von der Wunderblume an dieser Stelle. Ob er überlebt, das weiß ich jetzt nicht, weil ich werde den Topf natürlich nicht gießen. Er ist sauschwer, muss ich sagen. Also er hat noch reichlich Wasser innen drin, Feuchtigkeit in der Erde. Und wie gesagt, ich habe ihn jetzt nur kurz rausgeholt, um euch zu zeigen, was aus der Pflanze im Winter geworden ist. Es steht auch nicht sonderlich kalt. 10 Grad vielleicht. Auch nicht mal richtig im Dunkeln. Also es kommt noch Licht dran. Aber das macht der Pflanze nichts. Da, wo sie herkommt, ist es ja eigentlich immer warm. Gibt zwar auch Winter wohl. Ja. Und hier, das hier ist noch ein alter Stock, weil ich den könnte ich jetzt hier so abziehen. Aber er ist nicht kaputt, natürlich, die Pflanze. Das ist ein alter Austrieb, ein alter Stiel. Und die fallen halt irgendwann ab, wenn man die Knolle nicht mehr gießt. Ich schneide sie halt immer runter und dann irgendwann fallen die ab bis zu diesen Stellen hier. Und das bleibt dann halt noch dran, in dem Falle. Die Knolle sitzt dann auch dementsprechend nicht tief unter in der Erde. Nur ich will sie jetzt nicht kaputt graben, weil ich will hier mir das Grün hier oben noch erhalten, weil sie wird hier oben überall dann austreiben im Frühling. Wonach ich mal graben kann, das ist hier an dieser Stelle, aber auch hier sitzt es schon tiefer, die Knolle. Das hier kann man abziehen, weil die entwickelt auch am Stiel Wurzeln, wie man hier erkennen kann. Hier unten ist er aus der Knolle rausgewachsen. Und hier hat er die Wurzeln entwickelt und zieht auch da dann das Wasser natürlich in die Pflanze selber hinein, ne?
Nicht nur die Knolle hat Wurzeln, das ist ja eine komplette Wurzel quasi, die Knolle. Die wird halt immer fetter über die Jahre. Und wie gesagt, eigentlich müsste das Zeug immer raus und dann müsste man mal sehen, ob man da vielleicht neue Erde reinmacht und die wieder einpflanzt. Aber ich habe es halt immer wieder vor mir hergeschoben, weil ich hatte immer andere Pflanzen noch gehabt zu versorgen. Und die hier habe ich eigentlich fast immer vergessen. Und ich habe immer Erde nachgefüllt und gedüngt und Bodenaktivator reingetan. Und dann wächst sie auch wunderbar so weiter. So wie ihr das schon in einem Video gesehen habt. Und wie gesagt, hier die Feuchtigkeit, dass Feuchtigkeit vorhanden ist in der Erde, kann man hier erkennen am Austrieb des Löwenzahns. Steht wieder eins da. Ja. Das zur Wunderblume. Mal im Winter. So, das war's dann auch schon wieder. Und ich würde mich freuen, euch in einem nächsten Video wiederzusehen, beziehungsweise wenn ihr ein neues Video von mir anschaut. Ja, wie viel Liter hat der Topf? Das noch in Kürze. Tja, vage Behauptung, weil ich habe es noch nicht gemessen. Ich würde mal sagen, 40 bis 60 Liter hat der Topf. Und Samen kann man da etliche reinschmeißen. Wie ihr seht, ist hier Platz genug. Man sieht die kleinen Samen kaum. Da, wie gesagt, ist einer hier und hier hinten verstreut überall. Und dann im Frühjahr werden sie dann vielleicht auch keimen. So, dann noch eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.